Ja, hier siehst du jetzt ein abstraktes Kunstwerk und das habe ich extra für all meine lieben Abonnenten gemacht. Also wenn du mir Kommentare schreibst, dann weiß ich jetzt tatsächlich schon immer auch, wer das ist namentlich. Und ja, ein kleines Weihnachtsbild ist das, ganz abstrakt. Und ich hatte mir überlegt, wie kann ich jetzt dir eine Freude machen, ganz persönlich. Ist ja ein bisschen schwierig. Und da habe ich mir gedacht, einen Weihnachtsmann kann ich dir nicht schicken, aber ich kann ein Video dazu machen. Ja, ich bin selber gespannt. Also ich klebe jetzt erst einmal die Folie auf eine Leinwand. Und das ist erstmal nur der einzige Plan, den ich habe. Und alles andere wird sich dann gleich irgendwie ergeben. Ja, die Folie hat jetzt an den Kanten nicht so gut geklebt. Vielleicht war da die Schokolade noch zu ölig. Es klebt halt nicht gut. Und ich ziehe jetzt hier einfach ein bisschen Spachtelmasse drauf. Und wenn die Spachtelmasse getrocknet ist, kann sich eben die Folie auch nicht mehr lösen. Also mittig ist sie gut fest, aber am Rand ist sie doch etwas lose. Und wenn ich dann mit der Farbe drüber arbeiten will, würde sie womöglich abreißen. Ich meine, ich habe auch ein Video in dem Kanal, wo ich auch eine Anleitung habe, wie du dir die Spachtelmasse selber herstellen kannst. Ja, ich ziehe jetzt hier erst einmal ein Ocker rauf, das ist mein französisch Ocker. Und dann gebe ich noch mal wieder ein bisschen Weiß darüber, weil da fehlte mir noch eben was. Und ehrlich gesagt hatte ich auch vergessen, die Kamera einzuschalten. Ja, damit es ein bisschen schneller geht, föhne ich das einfach. Und ich halte den Föhn auch ordentlich drauf, denn vielleicht reißt ja sogar etwas die Farbe. Das mag ich natürlich auch ganz gerne. So, ich habe alles einmal trocknen lassen und gebe jetzt einfach mal einen Farbton komplett über die Fläche rüber. Und dabei sehe ich ja schon, dass ich die Struktur damit schön raushole. Ja, die Ränder mache ich auch gleich mit. Und was ganz schön ist, dadurch, dass ich jetzt überall einfach erstmal einen Farbton drauf gebe, erhalte ich wieder ein Ganzes und nicht mehr so ein gestückeltes Bild. Und das macht mich wieder freier in dem nächsten Arbeitsschritt. Ja, der Weihnachtsmann als solches war mir jetzt nicht wichtig, deshalb ist er jetzt auch ganz schön verschwunden. Aber das Rot von der Folie fand ich ganz schön und tupfe ich hier noch mal ein bisschen frei. Ja, einen dunklen Ton, also ein Schwarz, nehme ich jetzt dazu und teile die Leinwandfläche einfach mal anders auf und hoffe oder warte gerade darauf, dass es mich noch weiter inspiriert. Ja, und hier unten passt auch mein Ocker nochmal dazu. Auf dem dunklen Ton sieht er anders aus als auf dem Weiß. Ich muss jetzt auch deckender arbeiten. Ja, mit dem Pinsel kannst du die Farbe ganz gut auftragen, aber so einen abstrakteren Charakter bekommt es, wenn du mit dem Spachtel arbeitest. Und ich mische hier gerade Weiß zu dem Ocker und erhalte dann eben einen weiteren Ton und nicht überall. Aber eben da, wo ich es länger drauf wische. Es
ist mir zu kompakt und deshalb sprühe ich da einfach mal Wasser drauf und lasse das dann auch einfach mal wieder runterlaufen. Und mal gucken, was dann passiert. Ja, mit einem trockenen Tuch habe ich die nasse Farbe so ein bisschen verrieben und gehe damit auch in das Schwarz und dadurch entsteht eben wieder ein weiterer Farbton und weiche Übergänge, denn die Farben vermischen sich etwas und ich kann mit dem Lappen die Farbe mir dahin ziehen, wo ich sie hinhaben will. Ja, ich habe jetzt hier Kreide und in einem Goldton. Sehr schön, da das Gold tatsächlich auch sehr golden schimmert, auch wenn ich es senkrecht halte. Bei Gold ist das ja immer so eine Sache. Und ich wische das so über die Struktur und damit betone ich die Struktur und durchbreche die Fläche, weil es mir doch sehr flächig ist. Ich hoffe, du kannst das sehen mit der Kamera. Ja, jetzt suche ich einfach noch mal nach einer Inspiration und habe jetzt hier mit der Kreide einfach mal Linien drauf gezogen und will einfach noch mal noch eine Höhe einbringen in einer anderen Farbe und durchbreche mit der Linie auch noch mal die Fläche. Ja, jetzt greife da einfach mal diese Flächenaufteilung auf und nehme auch das Rot nochmal auf. Denn das Rot ist ja da, auch wenn ich es nicht mehr so stark sehe, aber es ist im Untergrund sichtbar und dadurch habe ich immer eine Verbindung und kann das Rot jetzt gut nutzen, um es nochmal stark an die Oberfläche zu bringen. Thank you.
Ich arbeite jetzt also langsam, denn ich, ja, wenn ich jetzt zu viel oder zu schnell arbeite, bin ich halt schnell auch mit zu viel Rot dabei. Und ich gucke einfach so, wie es mir gefällt. Und denke, jetzt ist es ein bisschen fest, jetzt gebe ich noch mal Wasser dazu. Ich kann da die Farbe eben auch nochmal anlösen und weiß dann nachher, dass sie da dunkler abtrocknet. Und da, wo sie eben stark drauf ist, wird sie auch kräftig rot bleiben. Inwieweit es jetzt, in welchen Farbtönen es wirklich abtrocknet, das weiß ich alles nicht. Da lasse ich mich überraschen. Ja, es wird schon gut aussehen. Ja, damit lasse ich es nochmal runterlaufen. Die Streifen finde ich ganz gut. Das wird was. gefällt mir. Ja, und dann lasse ich es auch so. Dann ist es fertig. Ja, da steht es jetzt. Hier habe ich gerade gearbeitet. Wir hatten gestern Abend gerade noch spät eine Weihnachtsfeier hier im Atelier. Den Tisch haben wir dafür genutzt. Es war sehr schön. Ja, und da steht jetzt das Bild. Du kannst es auch drehen und selber sehen, dann, wenn du so etwas machst, wie rum du es halt am schönsten findest. Ja, also der Schokoladenweihnachtsmann hat eben dafür gesorgt, dass man überhaupt eine Idee bekommt, ein Bild zu gestalten. Man fängt einfach damit mal an und alles andere wird sich irgendwie ergeben. Ich hoffe, das hat dich inspiriert und ja, ist für dich. Vielen Dank für dein Like, für deine Kommentare oder deinen Kommentar und für dein Abo. Und schön, dass du bis hierhin geguckt hast. Danke. Tschüss.